Am Anfang war das Spiel. Im Spiel übt man sich für den Ernst des Lebens. Das war eigentlich schon immer so. Da ist es nur konsequent, dass die Spiele der Informationsgesellschaft vorzugsweise am Computer ausgetragen werden. Alles, was irgendwie aufregend erscheint, gibt's auch gleich als Computerspiel. So kann jeder mal Rennfahrer sein. Oder Rockstar. Eine Welt der ungeahnten Möglichkeiten, der endlich erfüllten Träume und ein Riesengeschäft. Mit Videospielen wird inzwischen mehr Umsatz gemacht als im gesamten großen Filmgeschäft. Eine kurze, schnelle und wechselvolle Geschichte, die nach nur 30 Jahren schon museumsreif ist. Für uns sind Computer und Videospiele eigentlich das menschliche Antlitz der Computer. Denn erstmal ist es eine anonyme Technik. Computer waren Ratio-Maschinen, Vernunftmaschinen, Rechenknechte gewesen, bis die ersten Computerspiele aufkamen. Und mit diesen Computerspielen kam eigentlich die menschliche Komponente auch in den Umgang der Menschen mit dieser Technik. 1972, der Urknall des Videospieluniversums. Pong. Die erste Atari-Konsole, Vorläuferin aller Playstations und Gamecubes. Deutschland im Pong-Fieber. Zum ersten Mal konnte das Geschehen in der Glotze aktiv beeinflusst werden. Wo eben noch die Nachrichten verlesen wurden, war auf einmal ein Tennisplatz. Ein damals noch unbekannter TV-Moderator namens Thomas Gottschalk forderte die gesamte Fernsehnation zum Pong-Spielen heraus. Und Pong mit vier Schlägern war nicht etwa Doppel-Pong, sondern Fußball. Bald schon rief das All. Der neue Boom, Weltraumballerspiele. Space Invaders war das erste Spiel seiner Art. Und die Faszination im All zog die Menschen magisch an. Nicht zuletzt deswegen führte in Japan das Spiel zu einer landesweiten Münzknappheit. Das Spiel Galaxian bot den ganzen Spaß in Farbe. Und die Außerirdischen ballerten zurück. Das Spiel gibt es übrigens noch heute. Doch außer dem Namen blieb fast nichts beim Alten. Defender, das erste Spiel mit horizontalem Scrolling. Ein Spieluniversum größer als der Bildschirm, also prinzipiell unendlich. Die Rechner in der Anfangszeit waren auch noch nicht in der Lage, bewegte Objekte darzustellen und gleichzeitig noch was hinten aus dem Hintergrund farbig zu berechnen. Und insofern bot sich das auch programmtechnisch an, einfach den Weltraum als Spielhintergrund zu nehmen, weil der für die Rechner am leichtesten zu handhaben war. Battlezone, das erste Spiel in subjektiver Perspektive. Die sogenannte Vektorengrafik, ein einfaches Verfahren, das schnellere Bewegungen auf den Screen zaubert. Wie hier in Tempest, dem wohl bekanntesten Vektorenspiel. Das Vectrex-Heimspiel, virtuelle Realität, als der Begriff noch nicht mal erfunden war. Die erste Spielfigur kam 1980 in Gestalt von Pac-Man und wurde gleich ein Superstar. Das führte dazu, dass viele weibliche Spieler spielten, was vorher gar nicht der Fall war. Die konnten sich also mit diesem etwas anderen Spielprinzip eher identifizieren als mit diesen martialischen Ballerspielen. Und es führte aber auch dazu, dass Pac-Man 1980 der Mann des Jahres wurde, gewählt vom Times Magazine. Dann kam Super Mario. Seinen ersten Auftritt hatte er 1983 als Nebendarsteller in Donkey Kong. Gleichzeitig das erste Jump-and-Run-Spiel. Später wurde der Klempner eine der populärsten Spielfiguren und verhalf Nintendo zu weltweitem Erfolg. In den 80ern wurden fast alle Automatenspiele auch als Cartridge für Heimkonsolen auf den Markt gebracht. Von Magnavox bis Intellivision. Eine Inflation verschiedenster Systeme überschwemmte die Wohnzimmer. Doch nur das Atari Videocomputersystem setzte sich durch. Dank legendärer Spiele wie Frogger oder Centipede. Dem ersten Spiel, das mit einem speziellen Trackball gesteuert wurde. Night Driver, eine der ersten Rennsimulationen von 1976. Von dort war es noch ein weiter Weg bis zu den Rennspielen des Shumi-Zeitalters. Überall ist Spiel. Nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Videogames begleiten uns heute in allen Lebenslagen. Entertainment im Taschenformat. Die mobilen Spiele haben ihren Ursprung in den späten 70er Jahren. Jaro Chielens ist mit Handhelds aufgewachsen. Die Leidenschaft,
lässt ihn nicht los. Jetzt hat er ein Buch zum Thema veröffentlicht. Elektronik, Plastik und ein Mikrochip. Die Zukunft zum Greifen nah. Die Geschichte begann in 1976. Ich habe hier das erste Spiel dabei. Und das wurde entwickelt von Mattel Electronics. Die hatten damals die technische Entwicklung so weit, dass man halt drei Reihen von roten Punkten hat und einen roten Punkt unten, den man lenken kann. Gunfighting, ein frühes Handheld für zwei Spieler. Auch hier reichte ein LED-Display für spannende Shootouts auf den Schulhöfen einer ganzen Generation. Etwas später wurde die LCD-Technologie eingeführt. Dann gab es diese Taschenspielchen. Das hier ein bekanntes Spiel von Bandai Electronics. Hierbei geht es darum, den Burschen die Mundhygiene beizubringen und die Karies anzugreifen. Die Industrie kreierte aus erfolgreichen Arcade-Games schnell Spielzeug. Zum Beispiel Frogger oder Galaxian. Spielhallenatmosphäre im Kinderzimmerformat. Das sind sogenannte VFD-Displays. Das VFD steht für Vacuum Fluorescent Display. Das heißt also auch, dass diese Teile selber Licht generieren. Die kann man auch schön unter der Decke im Schlafzimmer spielen. Tron war 1982 der erste Kinofilm, der sich mit dem Thema Videospiele beschäftigte. Die guten Programme kämpfen gegen die bösen Masterprogramme. Zu dem legendären Walt Disney-Film gab es nicht nur gleich zwei Arcade-Games, sondern auch ein entsprechendes Portable. Einige der Gravitationsrennen aus dem Film konnten damit wenigstens andeutungsweise nachgespielt werden. Bis in die späten 80er entstand eine erstaunliche Bandbreite verschiedenster Spiele. Heute sind solche Pocket Games gesuchte Sammlerstücke. Jedes Spiel hatte ein spezielles Gehäuse und arbeitete mit einem speziellen Chip. Die Hirne der Designer ließen uns mit den absurdesten Dingen spielen. Ob Pyramide oder Raumschiffe, jedem Spiel sein Häuschen. Ein großer Handheld-Erfolg war auch eine Art akustisches Memory-Spiel, das in Deutschland unter dem Namen Senso bekannt wurde. Doch die Vielfalt erfuhr ein baldiges Ende. Also in 1989 kam Nintendo mit diesem Game Boy auf den Markt. Ich denke mal, dass jeder damit schon mal gespielt hat. Hinten steckt man Module rein. Die kann man in jeden Laden, gibt es eine riesen Auswahl davon zu kaufen. Nintendo hat damit natürlich die Wirtschaftlichkeit von diesen, die Herstellung dieser Spiele deutlich verbessert, weil man halt nur diese Module auf den Markt bringen soll und nicht das ganze Gehäuse. Das gleiche gilt für die Konsumenten, die brauchen das Ding nicht jedes Mal neu zu kaufen. Das hat natürlich auch bedeutet, dass Handhelds und Tabletops nicht mehr in so eine große Vielfalt auf den Markt kamen, oder besser gesagt gar nicht mehr. Die unscheinbare graue Box wurde in den 90ern ein Synonym für mobile Spiele. Entscheidend für den Erfolg die große Anzahl interessanter Titel, allen voran Tetris. 100 Millionen Exemplare des Game Boys wurden bis heute verkauft. Er gehört zur Grundausstattung eines jeden Pokémon-Trainers. Die 12-jährige Erfolgsgeschichte soll nun mit dem Game Boy Advanced fortgeschrieben werden. Eine kurze Geschichte des Computerspielens, ganz unvorstellbar ohne den guten alten Heimcomputer. Dank der ungewöhnlichen Sammelleidenschaft von Stefan Walgenbach ist auch dies umfassend dokumentiert. Im Internet präsentiert er seine private Sammlung, teilweise sogar dreidimensional. Willkommen im Universum der 8-Bit-Rechner. Ja, also von der zeitlichen Entwicklung her kann man so sehen, dass der Apple II als einer der ersten Computer so ungefähr 1980 in den Massenmarkt kam, als Apple II Plus als Gerät. Da waren halt nur einfache Spiele möglich, wie halt der Flugsimulator beispielsweise in der Version 1.05. Und der wurde dann eigentlich so um 1983 abgelöst vom C64, der dann wirklich den absoluten Durchbruch brachte und wo auch Millionen Stückzahlen hergestellt wurden. Der C64, der erste wirkliche Volkscomputer, ein universelles Spielzeug. Ab sofort konzentrierte sich der sportliche Ehrgeiz auf Summer Games. Und auch wenn er von den Eltern eigentlich eher für die Mathe-Hausaufgaben gedacht war, Nachwuchs-Rambos wussten mit dem C64 was viel Besseres anzufangen.
Der Heimcomputer, das Reich der Simulationsspiele. Little Computer People, ein digitales Puppenhaus für den C64. Hier lebte ein Pixelmännlein namens Arnold, Vorfahre der kleinen Computerleute von heute. Denn in Gestalt von The Sims gibt es heute im Computer mehr künstliches Leben denn je. Freilich mit einem weit höheren Grad an Wirklichkeitsnähe. Big Brother für Fortgeschrittene. Flugsimulationen gab es bereits in den frühen 80er Jahren, zum Beispiel für den Apple II. Doch auch mit Joystick vermittelte das Ganze nicht wirklich das Gefühl, in einem Jumbo-Jet zu sitzen. Aber der Anfang war gemacht. Denn auch hier ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Wir befinden uns auf einem Flug von Düsseldorf nach Hongkong. 5 Uhr Ortszeit. Die Flughöhe beträgt 3000 Meter. Thomas Kleindopp macht sich zur Landung bereit. Für den langjährigen Flugsimulanten ist das Routine. In seiner McDonnell Douglas 11 hat er schon unzählige Flugstunden absolviert. Gemeinsam mit seinem Schwiegervater Axel Möhring, dem Co-Piloten. Auch heute gelingt ihm eine fast perfekte Landung. Und doch sind wir nicht in Hongkong angekommen. Wir befinden uns irgendwo in Lüdenscheid, im Hobbykeller von Thomas Kleindopp. Hallo. 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 Kaffee? Ja, ja, sehr gut, danke. Das ist das Herzstück dieses Simulators besteht aus 5 vernetzten Computern und eine zentralen Prozessoreinheit, wo alle Kabel über die Schalter und Taster, die hier eingebaut sind, zusammenlaufen. Es sind mehrere Monitore, insgesamt 5, die hier angeschlossen sind, inklusive eines RGB-Projektors, wie er handelsüblich zu kaufen ist, für die Außenansicht. Ein Flugsimulator Marke Eigenbau. In vielen 100 Arbeitsstunden hat sich der gelernte Werkzeugmacher einen lang gehegten Jugendtraum erfüllt. Und er schuf mit einfachsten Mitteln eine beinahe perfekte Illusion. Ja, laut Wetterbericht haben wir bei München etwas Turbulenzen. Das Cockpit der MD-11 wurde bis ins Detail nachgebildet und man fliegt die meisten Strecken sogar in Echtzeit. Cabin Crew takes that for takeoff. Cabin Crew takes that now. Mehr als einmal sind Thomas Kleindopp und sein Schwiegervater erst im Morgengrauen dem Keller-Cockpit wieder entstiegen. Wer an einem solchen Flugsimulator fliegen kann, der würde womöglich auch den Praxistest bestehen. Einen koordinierten Flug von, sei es nur von Düsseldorf nach München, zu fliegen in der Realität. Und ich würde mich auf ein sehr hohes Ross setzen, wenn ich jetzt sagen würde, ach, den machst du mal ebenso locker. Nur wenn Not an Mann wäre und es wäre keiner im Cockpit, der fliegen könnte, würde ich mir das also schon zutrauen. Zurück zu den Ursprüngen. Adventure Games waren eine Domäne der Heimcomputer. Und weil sich Abenteuer am besten zu mehreren bestehen lassen, spielten wahre Pioniere schon damals online, gar nicht so ohne. Ja, hier sehen wir also ein Portable aus dem Jahr 1984. Wenn man mit diesem Gerät online gehen wollte, ist das Vorgehen etwas aufwendiger. Man hat nur einen Akustikkoppler. Der Akustikkoppler kann selbst nicht wählen, das heißt, man muss zunächst den Telefonhörer abnehmen. Die Rufnummer wählen, dann den Akustikkoppler einschalten und den Telefonhörer auf den Akustikkoppler drücken und könnte jetzt online gehen für sein Spiel. Das heißt, es konnten keine großen Datenvolumina ausgetauscht werden. Was aber möglich war und auch oft genutzt wurde, waren Mailbox-Systeme, die man anrufen konnte und auch Multi-User-Dungeons, wo also mit relativ geringen Datenvolumina die Interaktion durchgeführt werden konnte. Die ersten Adventures beschränkten sich auf Texteingaben. Die entsprechenden Bilder entstanden ausschließlich im Kopf der User. Doch die Grafikrevolution war nicht aufzuhalten. Das Rollenspiel Ultima aus dem Jahr 1982, eine recht grob pixelige Angelegenheit und nur ein vager Vorgeschmack auf die Community, die Ultima Online später werden sollte. In Gestalt von Avataren treffen sich die User im Internet und wechseln ihre Identitäten genauso spielerisch wie ihre Welten. Im Netzwerk der Homecomputer. Mitte der 80er kam der Atari ST. Dank MIDI-Port ließ er sich mit anderen Rechnern vernetzen. Und so konnten die 16-Bit-Maschinen zum interaktiven Spiel genutzt werden. Hier sehen wir MIDI Maze, den ersten netzwerkfähigen Ego-Shooter. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zur ersten Doom-Version, einem der großen Spielehits der frühen 90er. Seit Space Invaders hatte kein Ballerspiel mehr so viel Begeisterung entfacht. Klar, dass diese Spielform weiterentwickelt wurde.
Heute kommen bei LAN-Partys bis zu 1000 Leute zusammen, um gemeinsam oder besser gegeneinander Quake 3 und Half-Life zu spielen. Indizierte Spiele, die als jugendgefährdet eingestuft sind. Trotzdem oder gerade deswegen gehören sie weltweit zu den beliebtesten Computerspielen. Ego-Shooting hat sich zu einem regelrechten Volkssport entwickelt. Midi Maze war dagegen ein vergleichsweise harmloses Vergnügen. Die Erfindung der Heimcomputer, rückblickend betrachtet eine Offenbarung für jeden Spielfreak. Niemand musste mehr Münzen nachwerfen, um sich der Herausforderung durch Außerirdische zu stellen. Wie beispielsweise beim legendären Shufflepuck-Café. Doch auch die Ära der Homecomputer war irgendwann abgelaufen. Der klassische Homecomputer wurde eigentlich vom PC als Spieleplattform abgelöst, erst Ende der 80er Jahre, durch die Einführung von relativ leistungsfähiger Hardware, 386er, 486er. Da wurden dann auch Spiele möglich, die etwas komplexer sind, wie zum Beispiel Pirates, auch eine Simulation, die auf dem PC sehr beliebt war. Lemminge sind zum Beispiel auch wieder klassische Spiele, die auf dem PC sehr großen Erfolg hatten. Und ab da kann man eigentlich sagen, war die Spieleplattform Nummer 1 eigentlich der PC. Lemminge besiedelten die Festplatten der PCs und die Geschichte der Spiele erreichte ganz neue Level. Aus Tetris wurde Blockout. Nun konnte bereits im dreidimensionalen Raum gepuzzelt werden. Seit Ende der 80er ist der Computer ein allgegenwärtiger Spielkamerad. Sogar Michael Jackson gab sich 1989 ein Stelldichein im Videospiel. Hier besiegte man seine Gegner freilich ganz gewaltfrei durch ausgefeilte Tanztechnik. Die Adventure Games kamen nicht mehr ganz so düster daher. Und mit Leisure Suit Larry wurde das Genre der Fun-Adventures begründet. Der notorische Goldkettchenträger torkelt von einem Missgeschick zum nächsten. Zum Vergnügen tausender von PC-Spielern. Und obwohl der Möchtegern-Playboy fast immer abblitzte, war es auch eines der ersten nicht ganz jugendfreien Computerspiele. Während die PC-Spieler sich mit Fun-Adventures amüsierten, bahnte sich der Krieg der Sterne an. SDI, ein Weltraumballerspiel am Puls der Zeit. Star Wars wurde Wirklichkeit. Nach Reagans Vorstellung sollten russische Raketen durch Gefechtsstationen im Weltraum abgewehrt werden. Doch nicht immer konnte der atomare Erstschlag durch die russischen Angreifer verhindert werden. Denn auch jenseits des Eisernen Vorhangs hatte der Computer Einzug gehalten und mit ihm die Videospiele. Die Rechner aus dem Reich des Bösen waren meist Eigenbauten oder geklonte Westrechner. Um 1987 durfte auch in der DDR gedaddelt werden. Ja, in der DDR gab es Computer und Videospiele und es gab mit dem Polyplay hier sogar einen richtigen Videospielautomaten. Das ist so mit einigen Jahren Verzögerung alles in der DDR entwickelt und dann eben auch auf den Markt gebracht worden. Ganz allgemein, wenn man so einen Vergleich Osten-Westen anstellt, kann man sagen, dass dieses Medium in der DDR einen wesentlich höheren Stellenwert auch von offizieller Seite hatte. Das heißt, das war der Beweis dafür, dass man Anschluss hat ans Weltniveau, dass der technische und wissenschaftliche Fortschritt vorangeht. Nach der Wende wusste niemand mehr den Polyplay zu schätzen. Das einzige verbliebene Exemplar steht heute im Berliner Computerspielmuseum. Damit historische Videospiele der Nachwelt erhalten bleiben, sind einige Spielfreaks dazu übergegangen, sie für heutige Computer kompatibel zu machen. Diese Archäologen der Daddelhallen haben mit dem Erstellen von Emulationsprogrammen dafür gesorgt, dass mittlerweile die meisten klassischen Spiele auf einem PC oder Mac gespielt werden können. Und so erlebt auch der Polyplay seine Wiederauferstehung. Wir haben hier Ausschnitte aus der Hardware des Polyplay. Und zu unserem großen Glück haben wir auch noch, wie man hier sehen kann, die Original-Schaltpläne und Unterlagen zu dem Gerät, was die Arbeit dann erheblich erleichtern würde. Das Wichtige dabei ist, dass man die Software, die ja Grundlage des Polyplay-Automaten war, aus diesen Baugruppen herausliest und in den Computer überträgt. Mit dieser Software kann man dann die Emulation aufbauen. Das heißt, man erstellt einen virtuellen Rechner, man programmiert einen virtuellen Rechner, der diese Arcade-Hardware nachbildet.
Und was dann im PC läuft, ist die originale Software aus den Automaten. Der Polyplay trug seinen Namen zurecht. Für jeden Geschmack wurde etwas geboten. Von Ski-Abfahrtslauf bis Ballerspiel. Endlich war es auch für Arbeiter und Bauern möglich, auf Hirschjagd zu gehen oder kritische Alltagssituationen nachzuspielen. Wie in diesem Spiel mit dem schönen Namen Wasserrohrbruch. Beim Anschauen des Programmcodes haben wir festgestellt, dass da noch Plätze für 4 weitere Spiele vorgesehen waren. Die heißen Der Gärtner, Im Gewächshaus, Hagelnde Wolken und Der Taucher. Und unsere Frage ist ganz einfach, kennt irgendjemand diese Spiele? Hat irgendjemand vielleicht die originalen Platinen noch, auf denen diese Spiele drauf sind? Das würde uns sehr weiterhelfen, dann könnten wir diese Spiele in MAME zusätzlich noch mit einbauen. Wenn es das MAME-Projekt nicht gäbe, dann wären wohl schon einige der klassischen Arcade-Games endgültig von der Bildfläche verschwunden. So können vom Aussterben bedrohte Spiele unabhängig von der Hardware gerettet werden. Ernsthaften Arcade-Freaks ist das freilich kein Ersatz. Marc Oberhäuser ist der festen Überzeugung, die ganze Faszination erschließt sich nur mittels der Original-Hardware. Doch die ist meist schwer zu beschaffen. Sogar Geräte aus den frühen 90ern wie dieser Terminator 2 sind heute fast gar nicht mehr zu bekommen. Was für andere Elektroschrott oder Sperrmüll war, ist für den Sammler ein Stück lebendiger Technikgeschichte. Emulator ist nicht das echte Ding, sage ich einfach mal. Mit einem Originalautomaten hat man ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man vor einem Computermonitor sitzen würde. Und bei den Automaten gibt es dann auch nochmal 2 unterschiedliche Sachen. Es gibt einmal die Dedicated-Geräte, das sind die Originalgehäuse, also wie zum Beispiel dieser NARC oder dieser Hard Driven, oder die Jammer-Geräte, die mit Universalplatinen arbeiten. Und besonders reizvoll sind natürlich diese Originalgeräte, weil die halt ein Artwork haben, ein spezielles, und die auch eigentlich wesentlich seltener sind, sag ich mal. Originalautomaten wie Crystal Castles sind heute gesuchte Raritäten. Die Halbwertszeit der Videogames war schon immer extrem kurz. Eben noch war der Fahrsimulator Hard Driving absolute Hochtechnologie und schon wenig später nur noch Elektroschrott. Auch bei den Heimkonsolen kann man diese schnelllebige Entwicklung beobachten. Das Super Nintendo-System von 1991. Die kindliche Fangemeinde war von der ersten 16-Bit-Konsole erst restlos begeistert. Doch schon wenig später war auch dieses Gerät ein Oldtimer. Die 90er, das war das Jahrzehnt der PlayStation. 1995 erschienen, schaffte es die Sony-Konsole mit Titeln wie Wipeout, auch solche Leute zu begeistern, die dem Gameboy-Alter längst entwachsen waren. Tomb Raider, auch das war zuerst ein exklusives PlayStation-Spiel. Lara Croft wurde die erste Videospielheldin. Und mehr als nur das, eine wahre Ikone der 90er Jahre. Aus dem Gamekult entsteht derzeit gar ein Hollywood-Streifen. Das dritte Referenzspiel für die PlayStation hieß Tekken, ein klassisches Kampfspiel. Die endlosen Prügelorgien trugen das ihre zum überwältigenden Erfolg der Konsole bei. Mit der PS2 soll diese Erfolgsgeschichte nun fortgeschrieben werden. Es darf lustig weitergeprügelt werden. Allein die Bewegungen erscheinen jetzt im 128-Bit-Modus noch flüssiger. Doch die Sony-Konsole will auch das freundliche Unterhaltungsgerät für die ganze Familie sein. Gewaltfreie Titel wie Fantavision sollen dazu beitragen. Hier können sich auch schon die Kleinsten als Pyrotechniker versuchen. In einem Wettstreit der Feuerwerke, zweifellos einer der originelleren Titel, die derzeit für die PS2 zu haben sind. Für ernsthafte Computerspieler ist hierzulande allerdings der PC erste Wahl. Anspruchsvolle Titel erscheinen immer öfter als PC-Games. Die Maus, auch für Spiele, das wichtigste Eingabegerät. Ganz frisch Black and White, mit vielen Vorschusslorbeeren versehen. Damit soll eine ganz andere Dimension des Spielens erschlossen werden, das God-Game. Der Spieler wird in den Rang eines Gottes versetzt, der die Geschicke eines Mikrouniversums lenkt. Ganz nach Belieben kann man dabei Gutes tun und beispielsweise ein Kind vor dem Ertrinken retten. Die Gläubigen werden es einem danken.
Genauso ist es ganz böse möglich, etwaige Ketzer abzustrafen, indem man Zwergenwerfen mit ihnen spielt. Computerspiele müssen heutzutage eine unglaubliche Spieltiefe haben. Sie müssen eine immense Komplexität aufweisen. Und gleichzeitig müssen sie unwahrscheinlich leicht zugänglich sein. Und zwar aus folgendem Grund. Die Generation von Computerspielern ist mit MTV aufgewachsen. Und das bedeutet, sie sind es gewohnt, innerhalb von 5 Sekunden unterhalten zu werden. Und genau das muss ein Computerspiel heute tun. Jemanden vom ersten Moment an unterhalten. Das Genre von Black and White ist schwer zu definieren. Im Grunde fließen alle Genres zusammen. Deshalb kommt einem manches auch ziemlich bekannt vor. Als Gott muss man sich einen Vertreter in der Spielwelt suchen, einen sogenannten Titan. Diese Creature muss systematisch erzogen werden. In diesem Punkt gleicht Black and White einem Tamagotchi-Spiel. Gleichzeitig ist es auch ein Strategiespiel mit klassischen Aufbauelementen, wie man sie von SimCity kennt. Und schließlich ist Black and White auch ein Kampfspiel, denn der eigene Titan kann schon mal in eine tätliche Auseinandersetzung geraten, zum Beispiel mit dem Titan eines anderen Gottes. Das alles soll schon bald auch online möglich sein. Black and White will dann doch einmal mehr das Computerspiel ganz neu erfinden. Für Peter Molyneux der vorläufige Höhepunkt einer langen Karriere als Game Designer. Ich weiß nicht, unter welchem Glücksstern ich geboren wurde. Aber eines weiß ich genau. Von dem Moment an, als ich das erste Computerspiel sah, es handelte sich um ein Pong-Spiel, war ich wie vom Blitz getroffen. Da wusste ich, dass darin meine Zukunft liegt. Und von da an war alles wie ein Traum. Nach knapp 30 Jahren blickt die Spielewelt nun zurück. Nicht nur Pong, sondern viele andere Klassiker werden heute als Retro-Games neu aufgelegt. Auch Frogger steigt aus der digitalen Gruft empor und Pac-Man feiert fröhliche 3D-Auferstehung. Im Seabase, einem Club Berliner Computerfreaks, sind die Zocker des jahrelangen Daddelns müde geworden. Immer öfter geht es nach draußen zum Juggern, einem Real-Life-Spiel, das entfernt an Tekken erinnert. Am Anfang war Pong. Und am Ende? Nur eins scheint jedoch sicher. Auch die Computerspiele von heute werden schon sehr bald ziemlich alt aussehen.